Aber die habe ich doch auch schon besiegt. Keinen Mucks. Gib mir alles, was du hast. Ich schlitz dich auf, du Lump. Wie willst du... Ganz kurz. Wie willst du mich aufschlitzen? Du hast eine Keule in der Hand. Au. Relax. Take it easy. Mehr hast... Ich hoffe, es ist kein, ich muss mich wieder mit anderen Dingen beschäftigen, Lurk. Kossig. Alle doppelte. Muss meinen Knüppel hier verbessern. Vielen Dank für eure Lurks, meine Freunde. Das ist auf jeden Fall ein stärkerer Gegner als der davor. Aua! Und immer auf die Rübe drauf. Immer auf die Rübe drauf. Na, mein Freund. Du hast schon 3 Schläge von dem Knüppel auf den Kopf gekriegt, ne? Also, in echt wäre schon vorbei mit dir. Verdammte Scheiße. Ein Schlag davon auf deine Rübe und es wäre vorbei. Slam. Der Gnadenstoß mit dem Knüppel ist aber auch echt schon hart. Bisschen Call of Duty spielen. Viel Spaß und viel Erfolg. Ich hoffe, du hast nur gute Runden. Also, ich würde ja mal glatt sagen, das ist ein guter Gegner, den wir besiegt haben. Wir nehmen einfach mal alles mit. Und dann entscheiden wir, was davon wir behalten. Den Ringelblumenaufguss nehmen wir natürlich auch gerne mit. So. Der Kyras ist natürlich genauso gut wie der, den wir haben. Das heißt, wir nehmen ihn in die Satteltasche und nehmen ihn mit. Die Kettenhaube ist nicht besser, aber viel Geld wert. Die Armschienen sind ein Ticken schlechter. Der Kettenpanzer ist schlechter als das kumanische. Kurzen. Ja, nee. Gut. Was haben wir denn da? Tasche. Bett kann ich mehr tragen. Der Pernach ist Schrott fallen lassen. Können wir den loben? Feiner Hund. So ist's recht. Oh. Neue Spezialisierung, Freunde. Was kann er denn jetzt? Du kannst mit deinem Hund Jagd auf Hasen. Vielleicht erwischt er ja sogar ein Wildschwein. Die Menschen mögen deinen süßen Hund und finden dadurch auch dich sympathischer. Ein Punkt auf Charisma. Also mehr Charisma kann man immer gebrauchen.
Würde ich jetzt mal gut Latz sagen. Okay, jetzt gehen wir mal in den Norden zu dem Lager. Auch wenn wir da schon einmal waren und die vernichtet haben. Bin mal gespannt. Weil die Aussage in dem Buch ist halt, naja, im Zweifel muss ich mal mit jemandem in der Stadt hier reden und schauen, ob die mir Informationen geben können. Das Lager war weiter links. Ist da noch jemand? Yep, da sitzt wieder jemand. Was haben wir denn da? Das nennst du kämpfen? Oh, mit einem Schlag! Ist das dein Ernst? Ja. Okay, du hast was drauf, mein Freund. Du hast was drauf. Erstmal knüppeln. Nein, lass ihn fallen. Knüppel machen Spaß, Freunde. Ah, fieses Geräusch. Dietrich ist immer gut. Groschen sind auch immer gut. Holzkohle ist praktisch. Okay. Groschen. Holzkohle. Ein Wappenrock. Holzkohle. Kann ich mich jetzt zum schwarzen Ritter machen? Das sieht ja total kacke aus. Irgendwie sieht die Schwarz-Weiß trotzdem besser aus. Und das verdeckt mir zu viel von der Rüstung. Okay, so, in einem privaten Bereich. Ach, so nennst du das? Wie kann ich nur den privaten Bereich der Banditen hier stören?
Das ist nur Müll. Schritt 2. Okay, das war auch nicht das Lager. Das Lager von denen kann einfach überall sein. Muss mal mit denen in der Stadt reden. Also das einfach auf gut Glück zu finden ist schwierig. Stinker? Ich suche nach einem Kerl namens Stinker. Kennst du ihn? Stinker? Du meinst Hinek, den Sohn des Gerbers? Möglich. Weißt du, wo ich ihn finden könnte? Gewöhnlich hält er sich nicht hier auf. Versuch's bei ihm zu Hause. Doch sei gewarnt. Der alte Gerber ist keiner von der umgänglichen Sorte. Okay. Kennst du ihn? Kannst du mir was erzählen? Du kennst diesen Hinek also. Kannst du mir etwas über ihn erzählen? Ehrlich gesagt nicht viel. Die meisten aus dem Dorf meiden ihn wie die Pest. Weil er stinkt? Niemand, der eine Nase hat, verbringt gern Zeit mit Gerbern. Außerdem umgibt sich Stinker mit allerlei Gewürm. Hab noch nie was Gutes über ihn gehört. Okay. Was kannst du mir über den alten Gerber sagen? Er ist so kratzbürstig wie eine tollwütige Katze. Redet mit niemandem. Warum wird Hinek eigentlich Stinker genannt? Nun, er ist ein Gerber. Wenn du je in seinem Windschatten stehst, wirst du schon merken. Gerben ist nichts für schwache Mägen. Wahre Worte. Doch nicht jeder Gerber wird mit solch einem Spitznamen beehrt. Nun, Hineks Art ist nicht viel besser als sein Geruch. Wie kommst du, dass er so einen schlechten Ruf hat? Tja, wie sein alter Herr ist er nicht sonderlich redselig. Und dann treibt er sich auch noch dauernd irgendwo rum. Soll in Rathai wegen Diebstahls am Pranger gestanden haben. Und den Neuhof soll er sich mit seinen Kumpanen um den Verstand gesoffen und ein paar Händler verdroschen haben. Klingt nach mehr als bloßem Übermut. Ja, wir sind ehrliche Leute und einen wie den können wir hier nicht gebrauchen. Okay. Es muss jemand geben, der mit ihm redet. Erzähl mir nicht, dass es keinen gibt, der mit ihm redet. Er wurde mit einem Frauenzimmer aus dem Badehaus gesehen. Ich glaube, sie heißt Adela. Okay, das heißt, wir müssen mit Adela reden. Wo ist denn das Badehaus? Da bei B. Da könnte ich auch gleich mal die Gunst der Stunde nutzen, mich zu waschen. Und ganz kurz alles reparieren. Haben wir noch Reparieren ist verbessert. Der Stinker wurde mit jemandem aus dem Badehaus gesehen. Zufall. Jetzt bräuchte ich den Einspieler aus X-Faktor. Nicht doch aus X-Faktor. Zufall. Niemals. Er stinkt und erlogen. Gott sei mit dir, werter Herr Ritter. Ich möchte. Aha. Und was? Ich brauche einen Arzt, der meine Wunden versorgt. Danach ein heißes Bad und saubere Kleider. Wie du willst. Hast du Geld? Nö. Gut. Bitte sehr. Du wirst es nicht bereuen. Mach's gut. Ich hab kein Geld. Hab mich schon gefragt, ob es das von draußen kommt oder aus dem Stream. Wow. Ach, Akutenshi. Immer drauf auf den Streamer. Immer drauf. Weiter. Hey. Hey. Warum rennst du weg? Kann ich mit dir reden und du sagst mir, wer die ist?
Ja, morgen findet das Turnier statt. Das können wir tatsächlich auch mal bald machen. Was ist das? Grüß Gott. Ich suche nach einem Kerl, der Stinker genannt wird. Das ist Hinek, der Sohn des Gerbers. Wo kann ich ihn finden? Gute Frage. Er ist hier nicht oft zugegen. Gott sei Dank. Du könntest es beim Haus der Seinigen versuchen. Stand das so in der Stellenbeschreibung? okay, der sagt mir quasi noch das Gleiche. Allmächtiger! Adela! Möge Gott dich segnen. Kann ich behilflich sein? Ja, ich habe meine Frage. Ist deine Nase kaputt? Angeblich triffst du dich mit Hinek, dem Sohn des Gerbers. Und wenn schon? Bist hier, um mich zu bekehren, was? Weil ich ein loses Weib bin, das respektable Männer verführt? Nee. Himmel, nein. Du scheinst nur die Einzige im Dorf zu sein, die sich mit Hinek trifft. Deshalb habe ich mich an dich gewandt. Wohl wahr. Ich habe ihn schon oft gesehen. Aber ich wüsste nicht, was ich dir über ihn sagen könnte. Wo ist er? Wo kann ich Hinek finden? Ich habe ihn seit einigen Tagen nicht mehr gesehen. Er muss sich wieder in den Wald davon gemacht haben. Kommt das öfter vor? Gelegentlich. Was zum Teufel führt er dort im Schilde? Ich weiß nicht. Ich glaube, wir können sie überreden. Hör mal, Hinek ist mein Freund und ich muss wirklich wissen, wo er steckt und was er so treibt. Ich habe dir doch bereits gesagt, dass ich nicht weiß, wo er ist. Also dann geht er wohl bloß in den Wald, um Pilze zu suchen, was? Ja. Pilze? Nein. Eher Hasen und anderes Wild. Also ist Hinek ein Wilderer? Keine Überraschung. Nun, er war dem ehrlichen Handwerk nie sonderlich zugetan. Weißt du, wohin genau er geht? Womöglich hat er dir von einem seiner Lieblingsplätze erzählt. Er sagte, dass er ein Versteck im Wald habe. Wo es ist, hat er mir nicht gesagt. Wann hast du ihn zuletzt gesehen? Vor ein paar Tagen. Er kam spät am Abend zu mir. Besoffen. War das ungewöhnlich? Ich habe ihn nie viel trinken sehen. Er kam immer nüchtern zu mir. Also benahm er sich an diesem Abend eigenartig? Ja. Ich hatte das Gefühl, dass er sich vor etwas fürchtet. Er hörte nicht auf zu schwatzen und hatte keine Lust auf... Naja, du weißt schon. Also war ich hinaus. Netflix and chill. Seitdem habe ich ihn nicht zu Gesicht bekommen. Okay, was hat er gesagt? Erinnerst du dich daran, was er an jenem Abend sagte? Oh, das weiß ich nicht. Er redete von einem Kerl namens Lubosch, der gestorben war. Und er bedauerte, dass er mitgemacht hat. Sagte aber nicht, worum es ging. Das ist nicht, was da steht. Und dass es das Geld nicht wert gewesen ist. Genau. Und dann redete er von dem Geld. Das war sehr merkwürdig. Was hat er über das Geld gesagt? Nur, dass er einen Haufen hinterm Haus versteckt hat. Aha. Was hast du dazu gesagt? Was sollte ich sagen? Er war besoffen. Er faselte, dass ich eine feine Magd wäre und andere Dirnen nicht mal für Geld mit ihm gehen würden. Und wenn ich wollte, könnte ich sogar die Hälfte nehmen und gehen. Oder er würde mit mir kommen und wir könnten heiraten und so. Nichts als Unsinn. Hast du dort nachgesehen? Nein. Ich habe Besseres zu tun. Bestimmt hat er sich das nur ausgedacht. Wie würde ein Tagedieb wie er schon zu Geld kommen? Ja, ich verstehe. Ja. Wo genau ist das versteckt? Hat er dir gesagt, wo genau er es versteckt hat? Er sagte, er habe es bei der westlichen Ecke der Häuslerei seines Vaters vergraben. Gut, hab Dank. Auf Wiedersehen. Westliche... So, die Gerber waren hier unten. Mal schauen, Freunde. Ob Stinker uns Geld hinterlassen hat. Ich hoffe ja mal, wenn ich reite, werde ich nicht so schnell dreckig. Weil sonst wird man ja nach gefühlt 5 Schritten in dem Spiel wieder dreckig.
Westliche Ecke. An dem Haufen auf jeden Fall nicht. Das Schweinchen hier geht super. Hier auf jeden Fall nicht. Irgendwo hier. Brennnessel. Es ist in der westlichen Ecke des Familienhauses vergraben, hinter der Gerberei. Naja, hinter der Gerberei ist halt eine relative Begrifflichkeit. Irgendwo hier. Ist viel zu weit weg. Hier ist ein Gemüsebeet. Ah. Werte. Mal gucken, was er versteckt hat. An dem Gambison was gestohlene Detschko. Schmeiß weg den Kack. Jetzt fehlt nur noch Stinker selber. Mal gucken, was sein Vater sagt, auch wenn er ein unangenehmer Zeitgeselle sein soll. Gott sei mit dir. Gott sei mit dir. Ich suche deinen Sohn. Irgendeine Idee, wo er stecken könnte? Ich weiß überhaupt nichts. Weißt du wenigstens, wohin er für gewöhnlich geht? Es ist wichtig. Enik lässt sich alle Jubeljahre mal zu Hause blicken. Also weiß ich nicht, wo er sich rumtreibt. Und selbst wenn ich's wüsste, warum sollte ich es jedem Hinz und Kunz erzählen? Jeder Wert, den ich habe, wird ihm... Ja. Wird ihn überzeugen. Komm, wir nutzen mal... einfach nur unsere Waffengewalt quasi. Hör zu. Dein Sohn steckt tief in der Scheiße und ich versuche, ihn da rauszuholen. Ich verliere langsam die Geduld. Wenn du mir antwortest, wäre es für alle das Beste. Drohst du mir etwa? Und ich soll glauben, dass du Hinek helfen willst? Glaub, was du willst. Ich sorge mich um Hinek. Aber was mit dir geschieht, geht mir am Arsch vorbei. Ist das klar? Scheiß drauf. Ich werde nicht für diesen Taugenichts Prügel beziehen. Nun? Gibt eh nicht viel, das ich dir sagen kann. Hinek war hier, hat sich aber sofort wieder davongemacht. Wohin ist er gegangen? Du spuckst besser was aus, denn glaub mir, du willst meine Zeit nicht vergeuden.
Enik verdient mit der Wilderei was nebenher. Er hat ein paar Mal vor mir geprahlt, was für ein tolles Versteck er in den Wäldern entdeckt hat. Aber er hat mir nie verraten, wo es ist. In welche Richtung ist er gegangen? Aber besser als nichts. Danke. Hast du denn keine Vermutung, wo sich dieses Versteck befinden könnte? Ich weiß wirklich rein gar nichts drüber. Wusste nur, wann er von dort gekommen ist. Mehr nicht. Wie das? Weil er immer ein paar Felle zum Gerben und Münzen mitgebracht hat. Was weißt du noch? Nichts. Ich schwör's bei Gott, mehr weiß ich nicht. Enik hat mir nie was gesagt. Ja. Fang an, deinen Kopf zu benutzen, verflucht. So finde ich Enik nie. Wie lang war er fort? Welche Kleidung trug er? Wie sah er aus, wenn er zurückkam? Irgendwas. Nun ja, er kam und ging zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ich weiß wirklich nicht. Außer vielleicht, wenn er heimkam, war er von Dornbüschen zerkratzt und hatte Blätter und Matsch an sich kleben. Also ging er womöglich durch dichtes Unterholz, um diesen Ort zu erreichen. Schätze ja, was weiß ich schon. Das Geld? Er hatte Geld, weil er das Zeug sofort weiterverkauft hat? Schätze ja, hat nie was von der Beute hier gelassen. Weißt du, wem er sie verkauft hat? Nein, aber der Schankwirt kam ab und an vorbei und gab ihm Geld. Natürlich hätte es für Fleisch sein können. Gut, ich frage beim Gasthaus nach. Okay, und wenn er wirklich tief in der Scheiße steckt... Und wieder zum Wirtshaus. Ach, die lange Mission ist hin und her wandern. Bin mal gespannt, was der Wirt mir jetzt für eine komische Trauergeschichte auftischen möchte. So, mein Freund. Gelobt sei Jesus Christus. Gott behüte. Okay, der hat nichts Neues zu erzählen. Ich hoffe, ich kann dir zu dienen. Ich möchte mich wegen Hinek erkundigen, dem Gerbersohn. Dann frag woanders. Ich habe nichts mit Stinker zu schaffen. Er würde mir nur die Gäste vergraulen. Ach. Da habe ich was anderes gehört. Nämlich, dass ihr beide Geschäfte macht. Lüg mich doch nicht an. Ein Freund von Hinek. Dein schlimmster Albtraum. Ich muss ihn finden. Ich weiß nicht, wo er ist. Aber wenn du den Bastard findest, dann sag ihm, dass er mir noch Waren schuldet. Ich kann wieder alles benutzen. Mir ist scheißegal, welche Geschäfte ihr beide getätigt habt. Ich werde keinem davon erzählen. Ich will nur wissen, wo sich Stinker aufhält. Was haben unsere Geschäfte damit zu tun, wohin er verschwunden ist? Mehr als du denkst. Wahrscheinlich hält sich Stinker in seinem Wilderer-Versteck auf. Und glaub mir, es war ein leichtes herauszufinden, wer Wild von ihm kaufte. Und es wäre sogar noch leichter, das zu melden. Wildern ist ein Verbrechen. Na gut, na gut. Aber versprich mir, dass du keiner Menschenseele von unserem Handel erzählst. Du hast mein Vielleicht. Wort. Gut. Also, was willst du wissen? Wie ich hörte, hat Hinek ein Versteck im Wald, das er zum Wildern nutzt. Weißt du, wo es sich befindet? Nicht genau. Soll heißen, ich habe nicht den blassesten Schimmer. Aber? Ich weiß, dass es ein dunkler Ort ist. Eine Höhle oder ein alter Minenschacht. Wie kommst du darauf? Immer wenn Stinker wildern ging, kam er zuerst wegen Kerzen und Lampenöl zu mir. Er brachte dann das Wild gehäutet und ausgenommen und dafür hat er wohl Licht gebraucht. Okay. Wie viel Wild hat er dir gebracht? Nicht viel, ein paar Tiere. Die Nachfrage hier ist nicht so besonders. Manchmal will der niedere Adel was, ansonsten landet es in der Wurst. Und weißt du, ob es hier Minenschächte gibt? Da wären ein paar. Einen hat's am anderen Flussufer, ein kurzes Stück abseits des Weges, der von der Schmiede nach Westen führt. Dann wäre da noch einer östlich des Dorfes, oben im Wald über der Felswand. Und ich hörte, dass es einen Schacht in der Landspitze gibt, dicht am Wasser. Danke. Nichts zu danken. Bricht dir aber nicht das Genick. Das ist zerklüftetes Gelände und man fällt leicht in einen Schacht.
wohl. Okay. So, wir reiten erstmal zu D. Wir könnten eigentlich auch mal kurz in die Kiste springen. Um zu speichern. Und da wir fast wieder Tag haben, dann gehen wir direkt hier hin. Ist eigentlich noch jemand anders online? Support und so? Ist eigentlich noch jemand anders online? Sind sehr viele online. Very much people. Gvorak. Gvorak direkt mal ein View schenken. Das war's schon. Ach! Gvorak geht gerade offline, der raided. Okay, dann. Dann brauche ich nicht weiter zu gucken. So. Das Turnier müssen wir eigentlich auch mal machen. So, irgendwann. So, irgendwann, irgendwann. In der Nacht reite ich nicht Richtung Minenschacht. Das, glaube ich, wird nicht gut enden. Gut, kurz gucken, gibt es drinnen wieder was zu essen? Warum sonst? Hä? Da! Perfekt, dann reiten wir jetzt Richtung D. D. Ich frage mich tatsächlich, wie... Also wir haben ja jetzt Markierungen für drei verschiedene Minen. Aber es gibt wahrscheinlich eine, in der er ist, und die anderen sind dann einfach nur weiter Minen, wo man auch hin kann. Da ist dann vielleicht eine Kiste drin oder so, aber mehr auch nicht, würde ich vermuten. Ah, komm, komm, komm. Oh, komm schon. Mal rauf, 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 rauf. Ist das schon der Minenschacht? Nö. Ein schweres Schloss. Das finde ich alleine aus der Tatsache gut, dass es das Level gibt. Hallo? Das war jetzt aber schwere Geburt. Rezept fürs Lazarus-Elixier.
Ein Spielwürfel, der öfter Glück bringt, als man erwartet. Nice. Kann das sein, dass das eine Kiste ist mit eine Schatzkartenkiste? Lecker Level. Lecker. Tja. Wir haben leider... Oh, es kann doch auch was mitnehmen. Gut. Gut, gut. Silberring. Gut. Das könnte tatsächlich eine Kiste gewesen sein für eine Schatzkarte. Würde passen. Verbesserte Jagdpfeil. Vielleicht begegnet uns dann noch das ein oder andere Hirschchen oder so auf dem Weg. Dann könnte man ein Level machen. Vielleicht aber auch nicht. Na. Schwierig. Schwierig. Komm schon. Irgendwo. Nö, kein Hirsch. Ich glaube tatsächlich nicht, dass Stinker uns eine Gefahr darstellt. Hä? Aha. Das ist einfach ein Loch. Jetzt fertig, brauche ich nur noch den Eingang in dieses Loch. Das sieht verdammt aus wie sein Versteck. Also, hier ist ja auch schon wild vorgespannt. Warum hast du plötzlich wieder ein Schwert? Was soll ich bloß tun? Nicht, dass ich von dir irgendeinen guten Ratschlag erwarten könnte. Aber immerhin hast du keine Sorgen mehr. Brauchst du jemanden zum Reden? Mist! Bitte töte mich nicht, ich kann was erklären. Ich werde niemandem etwas verraten, ich schwör's. Ich werde den Mund nicht aufmachen. Ich bitte dich, bring mich nicht um. Ich möchte dich gar nicht umbringen. Du bist keiner von Wichts Leuten? Nein. Wer ist Wicht? Wer bist du dann? Wer ist Wicht? Ich bin hier, um dich zu warnen. Sie sind hinter dir her. Ach ja? Gut, dass ich mich hier verstecke. Sie haben deinen Freund Heinz ermordet und an die Tür seines eigenen Hauses genagelt. Ja. Was glaubst du, warum ich mich verstecke? Wenn du nicht wie er enden willst, sagst du mir lieber, was du weißt. Wie soll mir das helfen? Und es riecht streng aus der Höhle. Wenn sie unter der Erde sind, werden sie dich wohl kaum noch belästigen können, oder? Und wenn du mir hilfst, garantiere ich dir, dass sie dort landen. Ist gut. Was willst du wissen? Euer Überfall Alles. Auf Neuhof ist wohl nicht ganz nach Plan verlaufen, was? Kommt drauf an, wessen Plan du meinst. Wir waren dabei, um Beute zu machen. Nur Wichts Halsabschneider waren zum Blutvergießen dort. Was meinst du mit Wichts Halsabschneidern? Waren zwei Banden dort. Meine und Wichts. Wir sind nur zum Plündern hin, aber die wollten alle abschlachten. Aber als du erkannt hast, was sie vorhatten, hättest du ja nicht mitmachen müssen, oder? Wir haben das nicht gewusst. Nicht mal, dass wir nach Neuhof ziehen würden. Die haben gesagt, wir sollen den Hof im Auge behalten, während sie den Rössern die Kehlen durchgeschnitten haben. Scheiße, war ich wütend. Die Gäule waren das Wertvollste dort.
Aber als ich den Mund aufgemacht habe, gab's von Wicht so einen riesen Anschiss, dass mir klar wurde, besser die Klappe zu halten. Und als sie sagten, sie schlagen alles tot, wussten wir, dass es kein Zurück gab. Okay, deine Bande? Deine Bande. Was kannst du mir über sie erzählen? Wir waren vier an der Zahl. Meine Wenigkeit, Timmy, der hinkende Heinz und Pius Pavel. Manchmal haben wir irgendwo geplündert oder Pilger aufgehalten. Nie was Ausgefallenes, nein. Und dennoch waren es Missetaten. Wer führte euch an? Pius. Er war der Älteste und er besorgte meistens die Arbeit, plante alles und so. Er hat uns auch in diese Scheiße mit Neuhof reingeritten. Was ist mit den anderen? Timmy ist stark wie ein Ochse, hat aber nichts in der Birne. Ein Zaunpfahl hat mehr Verstand als der. Und Heinz, den kannte ich am längsten. War mein einzig wahrer Freund, schätze ich. Tja. Wer hat eure beiden Banden zusammengebracht? Ihr müsst euch irgendwie kennengelernt haben. Pius. Er meinte, er hatte einen besonderen Auftrag. Wir werden einen Hof plündern, hat er gesagt. Das war eine große Sache. Immerhin haben wir sonst nur Kinkerlitzchen angestellt. Ab und an mal ein Überfall auf der Straße, nichts Größeres. Als sie uns gesagt haben, wie viel das einbringen kann, konnten wir nicht Nein sagen. Also kannte Pius sie? Ich glaube ja, ich weiß nicht woher. Wir wurden sogar vorab entlohnt. Hätte von Anfang an wissen müssen, dass da was faul ist. Okay, da ist es, glaube ich, komisch. Wo ist der Rest der Bande abgeblieben? Du hast Heinz gesehen, oder? So ist es. Aber so nützt er mir nichts. Sag mir, wo ich Pius oder Timmy finden kann. Über Pius weiß ich nichts. Er verschwand im Wald und seitdem habe ich ihn nicht mehr zu Gesicht bekommen. Timmy wird zur Mühle zurück sein, bei der er arbeitet. Welche Mühle? Die Windmühle, etwas nördlich von Neuhof. Aha. Kanntest du einen von Wichts Leuten? Nein. Haben nicht ein Wort mit uns gewechselt. Und Gesichter kamen mir auch keine bekannt vor. Weiß nur, dass sie den großen Kerl ihren Anführer Wicht nannten. Und Pius sagte, wir sollten uns vor ihm hüten. Ich nehme an, du weißt nicht, wohin sie nach dem Überfall gingen. Auf dem Weg nach Neuhof erzählte mir Timmy, dass er mit Pius bei ihrem Lager war. Schätze, dort werden sie sein. Hat Timmy dir erzählt, wo das Lager ist? Irgendwo im Wald. Mehr hat er nicht gesagt. Die Sache ist die, Timmy hat an sich eine lebhafte Fantasie. Aber Pius hat ihn angebrüllt, er soll's Maul halten. Also vermute ich mal, dass da was dran ist. Da sind wir aber wieder bei dem Punkt. Im Wald. Es gibt hier sehr viel Wald. Sag mir genau, wie der Überfall abgelaufen ist. Nun, wir haben von hinten gestürmt. Wichts Leute haben angefangen, die Pferde abzuschlachten. Teufel, war das ein Blutbad. In der Zwischenzeit haben Heinz und ich bei den Ställen rumgeschnüffelt, ob es da was zu plündern gibt. Letzten Endes hatten wir Erfolg. Was habt ihr gefunden? Nicht was, sondern wen. Smil, Hanuschs Stallmeister. Weiß nicht, warum er auf war und was er an den Ställen wollte, aber wir haben die Gelegenheit beim Schopfe gepackt. Heinz ging ihm an die Gurgel und ich hab ihn geohrfeigt, damit er ausspuckt, wo das Geld ist. Dann ging alles ratzfatz den Bach runter. Wicht kam angerannt und hat den Stallmeister aufgespießt wie ein Schwein zum Braten. Mir fiel die Kinnlade runter. Hab geglaubt, das mit dem Abschlachten wäre bloß Gerede gewesen. Doch das war's nicht? Offensichtlich Nein, nicht. Kein bisschen. Was geschah dann? Ich glotzte Smil an, voll und ganz aufgespießt. Und da bemerkte ich diesen Knaben auf der anderen Seite der Stelle. Die dumme Sau hat auf uns gezeigt mit großen Augen und sagte, ich kenn dich. Wicht drehte sich zu uns und zischte, macht ihn kalt. Also fingen Heinz und ich an zu rennen, denn der Kleine hatte Fersengeld gegeben. Zur gleichen Zeit kamen uns Geräusche eines Scharmützels im Hof zu Ohren. Wir holten den Jungen beim nächsten Bauernhaus ein. Ich warf ihn zu Boden, aber er zog mir ein Stück Eisen über, das mir der Schädel wie eine verdammte Kirchenglocke bimmelte. Heinz nahm ihm das Ding weg und stellte sich über ihn, sein Dolch in der Hand. Ich fing an zu beten. Letzten Endes verpasste er ihm bloß einen Tritt und sagte, zisch ab, Rotschopf. Und dann tauchte Wicht beim Tor auf und brüllte, dass wir los müssen. Also sind wir abgehauen. Den Rotschopf haben wir ja gefunden. Was war nach dem Überfall? Wir haben auf Timmy gewartet, diesen Tölpel. Am selben Ort, an dem wir sie zuvor trafen, damit er wusste, wo wir waren. Verdammt beschissene Idee. Aber Pius wollte ihn nicht zurücklassen.
Nach einer Weile wurde er von zwei von Wichts Leuten angeschleppt. Gab es da eine Meinungsverschiedenheit? Kann man wohl sagen. Sie haben uns sogleich als Verräter bezichtigt. Haben gewusst, dass wir einen laufen gelassen haben. Und wir sollten dafür büßen. Sie haben versucht, uns zu umzingeln. Und wir wussten, was uns blüht. Aber Heinz zog seinen Dolch und trieb ihn diesem Scheißkerl in den Wanst. Wicht? Nein, einem anderen. Dann riss sich Timmy los und wir nahmen allesamt die Beine in die Hand. Zum Glück waren die vom Überfall so kaputt, dass sie uns nicht folgten. Haben uns nur nachgebrüllt, dass sie uns finden werden. Mehr muss ich nicht wissen. Aber was mache ich jetzt mit dir? Tja. Hey, hier drüben! Sie ist auf dem Hügel. Oh, yay. Yeah. Die Höhle gefunden. Haltet die Fresse, sonst hört euch noch. Scheiße. Das sind Wichts, Leute. Wir müssen von hier verschwinden. Sie sind schon viel zu nah. Wir würden sie niemals abhängen. Mist. Zumindest wissen sie nicht, dass ich hier bin. Zusammen schaffen wir es sicher, sie zu überraschen. Bist du völlig irre? Bleib hier. Wenn du abhaust, schnappen sie dich und bringen dich um. Und mich auch. Zusammen haben wir viel bessere Chancen. Oh, großer Gott. Also gut. Vermutlich hast du recht. Let's fight, let's fight, let's fight, my friends. Wer ist da? Was ist das? Du bist zur falschen Zeit am falschen Ort. Frecher Bettler! Nimm das! Musst du jetzt an, was da unter einem Stein hervorgebrochen kommt. Komm her. Da knüppel ich den Hund. Willst du mich verpeppeln hier oder was? Gut getroffen. Na komm her. Scheiße. Gib mir diese bösen Worte. Da habe ich den High Ground und trotzdem klappt das nicht. Komm, red mit mir. Ach Mann, ich dachte wenigstens, man könnte ihn nach dem Dings fragen. Nichts da. Wir bringen das zu Ende. Kurva. Bleibst du hier? So nicht, mein Freund, so nicht. Hast du noch was? Nope. Ach. Stinker. Hättest du nicht ein paar Sekunden überleben können? Bin immer raus für heute. Wünsche noch einen schönen Abend und Reststream. Ich wünsche dir auch eine gute Nacht, Siavo. Und vor allen Dingen ein schönes Wochenende. Und genieß den Sonntag, genieß den Muttertag. Du hast ja technisch gesehen zwei Mütter. Deine Frau und deine Mutter. Sonst Rustikaler Haselnussbogen. Holzkohle nehmen wir noch mit. Wow.
Ich habe einen Kanickel knüppeln können. Treuer Gefährte. Muttertag gibt es Spargel. Wir grillen an Muttertag. Zum Glück kriege ich mal ein Grillen mit. Das Grillen am über das Osterfest musste ich ja, naja, anderweitig zu Hause verbringen. Ach ja, 56. Grundsätzlich ist das treuer Gefährte da. Gott, ist das ein Schrottschwert. Schmeiß weg den Müll. Okay. Erkundige dich bei der Windmühle nach Timmy. Da ist die Windmühle. Und da ist Thalenberg. Das heißt, ich glaube, wir gehen erstmal nach Thalenberg, geben geben den Kram ab, beenden damit die Mission und dann gehen wir zur Windmühle. Du bist tot. Ja. Oh, mamma mia. Was ist das hier für ein Gewubbel? Ich kann gerade gar nichts machen. Ist das dein Ernst? Das nennst du kämpfen? Gut getroffen. Wow. Was ist das hier? Boah. Komm her. Dopsy. Verdammte Scheiße. Komm schon. Hast weiche Knie. Komm her, du Weichei. Fuck. Ey, was ist das hier für ein Powerskill, den immer an den Tag legen? Oh, man. Der Hund, nein, der Hund hilft mir erst, wenn ich den einen gewissen Level habe. Davor interessiert er sich nicht dafür. Dass ich Gegenstände nicht im Kampf verwenden kann, ist totaler Müll. Ja, tot. Alter, das waren keine Banditen, das waren zwei Ritter. Was ist denn da los? Gut, das letzte Mal gespeichert haben wir vor dem Kampf gegen Stinker. Ja. Was ist das? Hey, was haben wir denn da? Du bist tot, Erhaltung. Schlachte dich ab. Bojajejo. Komm her, du Weichei. Du bist zur falschen Zeit am falschen Ort. Lässt du Stinker in Ruhe? Scheiße. Vorteil ist, Stinker lebt. Stinker lebt. Muttertag wird bei meiner Familie nie groß extra was gemacht, aber das liegt, glaube ich, mehr daran, dass meine Mutter dann am Donnerstag direkt Geburtstag hat. Ja, das macht Sinn. Ich habe noch ein paar Fragen. Was? Moment. Wer ist dieser Wicht? Wie sieht er aus?
Weißt du irgendetwas über ihn? Hab ihn vorher nie gesehen. Der ist ein Hühne. Sogar seine eigenen Männer scheißen sich vor ihm in die Hose. Kannst du dich erinnern, wie sein Schwert aussah? Nein, war nur ein gewöhnliches Schwert, glaube ich. Warum? Ich glaube, ich hatte das zweifelhafte Vergnügen, diesem Hundesohn über den Weg zu laufen. Und er hat etwas, das ihm nicht gehört. Ja? Du kommst mit mir. Herr Ratzig und Herr Hanusch werden dich anhören wollen. Ich vermute mal, ich habe keine Aussicht drauf, dass du ein Auge zudrückst. Warum sollte ich? Ich habe nichts wirklich Schlimmes angestellt und dir alles gesagt. Das kannst du ihnen selbst erzählen und mich hier lassen. In ein paar Wochen schnüre ich mein Ränzel und zieh Leine. Na komm. Es wäre wohl das Beste, wenn du verschwindest. Du nützt mir jetzt sowieso nicht mehr. Danke. Ich bin raus, Friends. Schönen Stream noch. Vielen Dank fürs Zuschauen, Kosik. Ich wünsche dir eine gute Nacht und hoffentlich. Hoffentlich ist es morgen besser. Versprochen. Damit du auf der Hochzeit. Ja. Zumindest normal mitfeiern kannst. Zack. Und lass die Finger vom Eiersalat. Eiersalat-Sandwich. Es ist auch. Gut, jetzt vielleicht nochmal. Also das da zwei, es waren ja nicht mal Banditen. Es waren einfach zwei vollkommen ausgerüstete Ritter. Das ist doch krank. Das ist doch einfach krank. Der eine auch noch mit einer Hellebarde. Dann schmeißen die mich da mit ihren Fähigkeiten durch die Gegend. Junge, Junge. Mit genug Alkohol wird das schon. Ja, grundsätzlich schon, aber wenn dein Magen generell ein bisschen angegriffen ist und dann kippst du da noch Alkohol drauf, wird das nicht besser. Das wird nur schlechter. War die hier? Ja. Willkommen, Heinrich. Der Herr schütze dich. Was benötigst du? Gar nichts, ich habe was für Sie. Ich habe das Pferd, Herrin. Wie wunderbar. Es gab hoffentlich keine Schwierigkeiten. Nö. Kaum. Der Hengst ist ein wenig wild, aber letztendlich bin ich mit ihm fertig geworden. Dann ist es ungeeignet. Sophie kann kein ungehorsames Pferd gebrauchen, das die Hochzeit ruiniert. Es gibt einen Trick. Wenn man ihm vorsingt, beruhigt es sich. Singen? Für ein Pferd? Genau. Ich habe für das Pferd gesungen, Herrin. Dann musst du mir aber auch etwas vorsingen. Herrin, ich weiß nicht, ob... Damit ich weiß, wie man das Pferd beruhigt. Mach schon. Sing. Unter unserem Apfelbaum zwei Rösser grasen zuweilen. Das eine gescheckt, das andere braun. Welches soll ich hier zeigen? Wem fragst du? Ja, wem fragst du? Meiner Liebsten ruf ich dir zu. Oh, wie wunderbar! Es überrascht mich nicht, dass deine schöne Stimme das Pferd beruhigt hat. Naja, ich überlege für dich gibt's mir, kein was Recall. Wegen des Pferds unternehmen. Hab Dank, Heinrich. Ich schmeiße Zettel durch die Gegend. Ich bringe dir das Diadem vom Meistergraveur. Heinrich, du bist ein Schatz. Sieh nur, der Moldavid. Ist er nicht schön?
Sophie wird aussehen wie ein Engel. Was wollte ich noch? Bist du dem Dorfrenovieren schon näher gekommen? Ich muss dafür Hauptmission machen. Ich krieg erst nach der 14. Hauptmission die Möglichkeit, das zu machen. Wir machen ja so quasi Hauptmission. Das mit Stinker ist ja Hauptmission. Ich bringe dir den Wein. Wunderbar, wunderbar. Was wäre eine Hochzeit ohne guten Wein? Stell ihn hier irgendwo ab. Ich werde später nach einem Diener schicken. Ich hoffe, es gab keine Schwierigkeiten. Ja. Schwierigkeiten? Dieses Wort kenne ich nicht. Trag nicht so dick auf. Kann ich noch etwas für dich tun? Nein, du hast wahrlich genug getan. Es ist Zeit für eine Belohnung. Das ist nicht nötig, Herr. Dass du mir deine Zeit schenkst, ist Belohnung genug. Ach, Heinrich, sei nicht so bescheiden. Ich bin dankbar für deine Dienste und auch für deine Gesellschaft. Aus diesem Grund möchte ich dir etwas schenken. Dieses Hemd gehörte meinem Vater. Nee, ich mach nur ein Hauptfest. Er war ähnlich gebaut wie du. Breite Schultern, starke Brust. Es sollte dir passen. Aber das kann ich nicht annehmen. Es ist zu wertvoll. Eben deshalb werde ich es nicht den Motten überlassen. Meinem Mann passt es nicht und ich wüsste niemanden sonst. Außerdem, wenn du uns wieder verlässt, möchte ich, dass du etwas hast, das dich an mich erinnert. Damit du mich nicht vergisst. Dich könnte ich nie vergessen, Herrin. Nun, würdest du es zumindest anprobieren? Was? Jetzt? Warum nicht? Keine Sorge, ich drehe mich auch um. Und wenn dein Mann hereinkommt? Wird er nicht. Und auch sonst niemand. Na gut. Alles Gute. Jetzt bin ich mal gespannt. Es ist wirklich schön, dich hier bei mir zu haben. Ich sehnte mich so lange nach jüngerer Gesellschaft. Offenbar hat Gott meine Gebete erhört und dich zu mir geschickt. Ich bin fertig. Das steht dir aus. Ist diese Hose schick. Du siehst aus wie ein feiner Herr. Als ich ein kleines Mädchen war, hatte ich immer viele andere Kinder und junge Erwachsene des Hofes um mich. Ich war so glücklich. Ich dachte, dass das für den Rest meines Lebens so bleiben würde. Aber Gott hatte andere Pläne für mich. Hast du und Herr Divisch keine Kinder? Nein. Nein, leider nicht. Es war uns nicht vergönnt. Schon zweimal trug ich ein Kind in mir. Aber beide starben. Und nun fürchte ich, gibt es keine Hoffnung mehr. Du kannst damit schnell im Graben landen. Oh ja. Wenn ich wieder da bin, ist die Thirsty Lady da, weil der Thirsty Lady ist thirsty. Das ist jetzt halt die Praline. Die Praline kriegt jetzt eine Füllung, mein Lieber. Guck dir diese schlecht animierten Küsse an. Vergib ist mir, das Herr, nicht schön? Das war falsch. Ist schon gut. Okay, let's go. Warte, warte, warte. Nein, falscher Knopf. So, Henry ist fertig. Vitalität ist aufgelevelt. Das ist doch super. Das ist doch prächtig, Freunde. Ist das Hemd denn besser als das, was wir haben? Nö, gar nicht. Das ist Müll. Bam, bam, bam. Ja, Snoo Snoo, ne? Wo wir das Thema Futurama haben. Die haben gerade ganz viel Snoo Snoo gemacht. Wieso falscher Knopf war doch der richtige? Ja, so ein bisschen war der schon richtig. Aber, naja. Zu Diensten, meine Herren. War das auch DLC oder war das irgendwie normale Main Quest? Weiß das einer von euch? Weil die Mission war schon sehr lang. Gut, dafür war die Belohnung sehr kurz.
Was ist denn das Wolfssymbol jetzt für ein Buff? Platzhirsch. Deine Bedürfnisse wurden befriedigt, was ein sicheres Auftreten zur Folge hat. Charisma plus 2. Was? Zum Kuckuck. Das Hemd von der Herrin ist einfach mal nichts wert. Deswegen lasse ich das hier. Und jetzt müssen wir zur Mühle. Die Frage ist... Hauptstufe 11. Vitalität haben wir einen Punkt. Was haben wir denn da? Vitalität 11? Nee, 9. 9 plus 2. Ach, deswegen 11. Ah. Nachdem du den ersten Gegner geschlagen hast, sind deine Angriffe für eine Weile wirkungsvoller und deine Ausdauer regeneriert sich schneller. Okay. Sobald deine Gesundheit auf ein Minimum abfällt, wirst du zum Berserker und deine Ausdauer regeneriert sich viermal schneller. Ich würde tatsächlich Blutrausch machen. Redekunst. Wir können jetzt alles. Grundsätzlich können wir jetzt alles. Ein Bonus auf Redekunst beim Falschen. Wenn du dich mit Frauen unterhältst, ist der Ruf erhöht. Wenn du dich... Das heißt eigentlich das da. Händler sind eher gewillt, die gestohlene Waren abzukaufen. Danke. Das war eine normale Nebenquest, okay. Hast du das Reliquienschwert endlich klauen können? Das Reliquienschwert? Nee. Da war ich halt nicht mehr. Auch aus der Tatsache, dass es ich immer noch nicht sehr schwere Kisten aufmachen kann. Schlösser knacken ist Stufe 8. Ich habe da irgendwie das Gefühl, dass ich mindestens Stufe 10 sein muss. Für die. Wäre jetzt so meine Vermutung. Ja. Fällt ein. Daran vorbei. Ja. So. Und jetzt können wir der Straße hier folgen, oder? Ja. Und dem linken Weg. Ich habe halt leider keinen Überblick, die wievielte Mainquest das ist. Aber wir müssen bestimmt erst den Wicht besiegen. Wobei, ich weiß gar nicht, was ist das Ziel der Mainquest? Ist Wicht besiegen schon das Ende der Mainquest? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja. Da muss noch mehr sein. Das da vorne sieht aus wie eine Mühle.
Es ehrt mich, dass du zu mir kommst. Kennst du Timmy? Er ist ein Mordskerl und... Holzkopf? Dumm. Ja, der arbeitet hier. Oder hat das mal. Was weiß ich. Ist vor ein paar Tagen ich wiederbekommen, ist das hier der Mainquest. Seitdem hat ihn wohl keiner mehr gesehen. Aber frag mal seine Schwester Mirka. Sie arbeitet auch hier. Mirka. Gott behüt dich. Mirka? Mirka, bist du Mirka? Ich suche einen Koloss namens Timmy. Er soll hier arbeiten. So einer ist mir nicht bekannt. Ernsthaft? Hör zu, jemand will ihn umbringen. Ich muss ihn warnen. Mein Gott, also ist das wahr? Dieser Dummkopf ist wieder mal in was reingeraten. Na schön, aber nicht hier. Treffen wir uns hinter der Mühle. Hinter der Mühle. Oh oh. Ist das hinter der Mühle? Speichern? Oh Gott. Kann ich speichern? Kann ich speichern? Habt ihr irgendwo ein Bett, wo ich mich hinlegen kann? Nur schlafen. Kack. Hallo? In der Mühle? Panikmord, Panikmord! Hallo? Hallo? Dein Bett zum Schlafen? Kiste. Da lässt er einfach mal so ganz leise das Wort droppen. Speichern! Speichern! Oh ja. Das hättest du mir auch eine Sekunde früher sagen können, oder? So. Jetzt sind wir auf alles vorbereitet. Yeah. So, Mirka. Mirka Schmirka, wo ist denn hinter der Mühle? Hä? Was ist denn deine Definition von hinter der Mühle? Ohne Witz. Was ist die Definition von hinter der Mühle? Meint sie mit hinter der Mühle? Hinter dem Haus? Nicht hinter der eigentlichen Mühle? Oder ist sie jetzt im Gebäude am Schlafen? Also, plaudern wir. Aber ich habe hinter der Mühle auf dich gewartet und du bist nicht aufgetaucht. Entschuldigung. Ich hatte gerade eine ganz wichtige Mission. Die wurde mir quasi per Eilpost zugestellt. Die musste ich erst machen.
Wir folgen mal Mirka. Lass dir schmecken, Junge. Lass dir schmecken. Werden wir jetzt angegriffen? Hier bin ich. Also, wozu die Geheimnistuerei? Was willst du von Timmy? Kannst du mir sagen, wo ich ihn finde? Versprich mir, dass ihm nichts geschieht. Wieso kümmert es dich so sehr? Weil er mein Bruder ist. Er ist nicht der Klügste, verstehst du? Und ständig bringen ihn andere vom rechten Weg ab. Und nun suchen ein paar sonderliche Gestalten nach ihm. Wer sind die? Weiß ich nicht. Sahen wie Halsabschneider aus und haben merkwürdige Dinge gesehen. Timmy, ein sehr mittelalterlicher Name. Das ist gut. Aber früher oder später finden sie ihn sowieso. Sag mir, wo er steckt und ich kümmere mich um ihn. Er versteckt sich auf Colbins Farm, in der Nähe von Merhoyet. Vier! Oh, jemine, oh jemine. Also in echt. Hätten wir keine Chance. Hätten wir nicht. Mich beschleicht das Gefühl, du suchst nach jemandem. Ich ebenfalls. Wir könnten einander unter die Arme greifen. Das glaube ich nicht. Wieso nicht? Weil du stinkst. Oh, schade, wir haben dieser eine Punkt, dieser eine Minuspunkt. Sonst hätten wir den einschüchtern können. Ich stecke meine Nase nicht in die Angelegenheiten anderer Leute. Und das erwarte ich auch von Ihnen. Das ist schade. Jammer, schade. Denn ich kümmere mich gut um Leute, die mir helfen. Wenn mir jemand sagen würde, wo er steckt, hätte ich eventuell Arbeit für diesen jemand. Schlaue Kerle können wir im Lager gut gebrauchen. Er ist auf Colbins Hof. Wo ist euer Lager? Ich könnte sie auch nach Ratai schicken. Ihr habt ein Lager hier in der Gegend? Gewiss. Und Groschen, wenn du bereit bist, sie dir zu verdienen. Wo ist es? Na, später. Beweise erst, dass wir dir trauen können. Hilf uns, Timmy zu finden. Ich möchte gegen die kämpfen, aber ich kann die auch nach Ratai schicken. Er soll sich in Ratai verstecken. Ach ja? Wo in Ratai? Beim Fleischer. Sie sind verwandt. Verzeih, wenn ich das nicht für bare Münze nehme. Radan bleibt hier und wird ein Auge auf dich haben. Zu deiner eigenen Sicherheit, weißt du? Komm mit, wenn du die Eier hast. Wenn nicht, komm in die Schenke in Samopesh, sobald alles vorbei ist. Oder wir kommen zu dir. Kommt, Jungs! Fände es ja gut, wenn der... Hat er nicht. Ach! Oh, das knuspert! Das knuspert, Freunde, das knuspert. So, die Frage ist, spawnen die weg oder rennen die hier noch rum? Ja. Da rennen sie doch. Ich glaube nämlich nicht, dass wir uns nochmal wieder treffen, denn ich werde das jetzt hier und jetzt beenden. Scheißdreck!
Schrotwaffe. Na, komm her. Ich bin hier drüben. Jesus. Dietrich. Groschen. Ich beende das hier und jetzt. Mal gucken, ob sie immer noch da sind. Ja. Ab einer gewissen Entfernung werden die wegspawnen. Das würde mich zumindest wundern, wenn nicht. Aino, ja, ist sehr blutig. Ich sowieso. Überleg doch mal, was die machen wollen. Die wollen den töten. Sowas lasse ich nicht auf mir sitzen. La 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 la. Na du Arsch. Quatsch. Aber. Oh, Morok ist tot. Toter Morok ist guter Morok. Seelenschlitzer. Nehme ich euch gerne mit. Zack. Kettenpanzer. Auch alles nicht so gut. So, jetzt fehlt hier noch einer. Wo ist er hin? So hardcore. Naja, ich habe ihn, glaube ich, relativ schnell kampfunfähig gemacht. Mit einem gebrochenen Handgelenk hält man halt eine Waffe nicht mehr so gut, ne? Muss man ja zugeben. Ne, ich glaube, der andere... Ich weiß gar nicht, ob der hier lang gelaufen ist. Ja. Glaube nämlich nicht. Das heißt, einer ist weg. Aber der hat nicht mitbekommen, dass die Leute hinter ihm gestorben sind. Das ist ihm nicht positiv anzurechnen. Schenke zur Waldwiese. Ich glaube auch, der ist eine andere Straße runter. Okay, wir gucken uns mal den Seelenschlitzer an. Den habe ich zweimal. Aber der eine ist besser als der andere. Okay. Ach stimmt, mein Schwert heißt ja auch Seelenschlitzer. Natürlich. Andreas. Beste Grüße. Beste Grüße. Hast du ein Bett für die Nacht? Was? Oh no, nicht die Schenke. Für wie lange? Was? Kann ich gleich für mehrere nehmen? Gut. Einverstanden? So kriegst du mich nicht rum. Dir wird's hier gefallen. Das ist wieder eine richtig tolle Quest. Wow. Wo kann ich schlafen? Im oberen Stockwerk des Gasthauses. Die Treppe, das mittlere Zimmer. Alles Gute. Okay, ich gehe erstmal ins Bett, um zu speichern. Und wahrscheinlich ist es dann wieder vorbei. Bei dem Kerl? Nee, hier war ich noch nicht. Kann ich ja nicht gewesen sein. Ich wollte mal gerade gucken, haben wir noch ein Buch, was wir lesen können? Nur das mit den Schlüsseln.
Ja, wir haben jetzt aber erfolgreich die Schlagkraft von Wicht ein bisschen reduziert. Auf jeden Fall war ein namhafter Gegner dabei. Das ist schon mal gut. Beste Grüße. Ich hoffe, ich kann dir zu... Lust auf ein oder... Mach's gut. Wir würfeln mal. Sehr mutig, mich herauszufordern. Das sagst du. Okay, die 1, Alter. 2 Einsen. Ne, 3, 3. 3 und fertig. Aber jetzt wird's was. Bist du nicht mehr ganz bei Trost? Ich glaub's nicht. Was bist du denn für eine Nudel? Das war, also das hätte ich aber prophezeien können, dass es Banane ist, was du da machst. Hierher, ich will bestellen. Was dauert da so lange? Hey, Bier her. Na, das ist risikohaft. Das ist echt ein Idiot. Er spielt, also, oder er spielt halt massiv auf Glück. Das war's. Bist du... Kein Glück heute. Was machst denn du? Der ist doch verrückt. Ich wohne echt an der Rennstrecke. Ach komm, wir versuchen es mal. Du schreckst vor nichts zurück, was? Das ist eine 1. Aber jetzt wird's was. Mal sehen. Na? So ein Pech. Hey, wo bleibt mein Bier? Oh, sehr fein. Also wenn ich den jetzt mit 0 Punkten schlage, das wäre schon echt traurig. Das wäre schon echt traurig. Jetzt hörst du aber auf. Soll ich oder nicht? Danke, das wäre jetzt... Also, das würde ich nicht verstehen, langsam. 1, 6, 5, Also, an deiner Stelle würde ich das Glück nicht herausfordern. Das sagt der Richtige. Töchterchen wird jetzt wohl bis 4 Uhr wach sein. Wieso diese spezifische Zeit? Aber jetzt wird's was. Ein Bier für mich. Ich nehme Bier. Du bist. Also jetzt hast du aber aufgeholt. Junge, Junge, Junge. Ach, ist wieder nur... Noch einen. Fünf, vier,
Du schreckst vor nichts zurück, was? Schon da. 3, 3. Wenigstens das. Wenigstens ein bisschen. Eine Mahlzeit zu einem Bier, bitte. War die letzten beiden Tage schon wieder so. Okay, aber warum? Krankheit, Zucker, einfach gerade eine Phase. Vielleicht eine Träume? Hier, bitte. Das war's. Also erst hat er gar kein Glück, spielt auch komisch und jetzt würfelt er zweimal seine gesamten Set einmal runter. Jetzt du. Könnten wir mit einem Wurf schaffen. Weiter. Yep. Scheiße. Hier, deine Bestellung. Wo zur Hölle sind wir? Ist das die Vorratskammer? Sehr schwer, ist zu kompliziert. Momente mal. Also der Punkt, den ich hier habe, ist echt knapp. Das Schnaps. Du hast auch Funktion testen, genau. Aber das war doch ein sehr schweres. Wie konnte ich denn das jetzt öffnen? Das hier war aber definitiv doch auch sehr schwer, oder war ich jetzt? Wahrscheinlich war ich doch so blind im Lesen. Ja. Stufe 3er Buch brauche ich mindestens Alchemie auf 10. Das ist schon echt hart. Hi. Wenn ja, keine Ahnung, was für eine Phase. Ach, Akutenchi. Wieso habe ich eine Kiste in meinem Zimmer, die... Problem ist, das Pferd kann nicht mehr tragen. Möge Gott dich segnen. Kann ich behilflich sein? Ist das die Mission?
Wartest du auf jemanden? Nicht mehr, junger Mann. Ich habe auf dich gewartet. Du scheinst mir ein schlauer Bursche zu sein und galant noch dazu. Bestimmt eilst du einer Jungfrau in Not zur Hilfe, oder? Wieso? Kennst du etwa eine? Na, na, Hübscher. Sei nicht frech. Ich hab Arbeit für dich. Im Wirtshaus hockt so ein alter Opa. Gestern hat er meine Dienste in Anspruch genommen und versprochen, mich heute Morgen zu bezahlen. Nur behauptet er jetzt, mich nicht zu kennen. Ich möchte, dass du dafür sorgst, dass seine Schulden in meiner Tasche landen. Und was habe ich davon? Ich gebe dir die Hälfte von dem, was du ihm abknöpfst. Ist nicht viel, aber mehr, als ich in letzter Zeit gesehen habe. Ich helfe okay. dir. Ich bin im Nu mit deinem Geld zurück. Lebe wohl. Ein alter Mann. Dann schauen wir mal. Stiehlt 20 Groschen aus der Börse des Freiers. Wer ist denn der Freier? Gott sei mit dir. Gott behüte dich. Wer ist der Freier? In Neuhof? Du willst mich veräppeln. Bis am anderen Ende der Welt. Bringt ihr mir dazu, dir zu verraten, wo sich die anderen Banditen verhält? Dings da? Los geht die lange wilde Reise. Also wenn auf der Strecke nicht mindestens ein Angriff durchgeführt wird, dann wird's komisch. Das wäre unverhältnismäßig. Ach, der geht immer hin und her. Ach so. Aber eine weite Reise für den. Das ist der andere Pferdehof. Aufsitzen. Ja. Geräusch gerade war komisch. Ja. Wir müssen auf die andere Seite von den Büschen kommen. Der Rest passiert von alleine. Der muss vermutlich weit weg, damit seine Frau nicht bemerkt, wie er die Dirnen prellt. Ah. Ey, der prellt die ja nicht nur, ne? Also, so viel müssen wir festhalten. Wir warten bis Tag ist. In der Nacht machen die hier nichts.
Es macht aber auch Sinn, dass wir, fällt mir gerade so ein, dass wir erst ein gewisses Maß an Hauptquest geschafft haben müssen, bevor wir diese Stadt zum Aufbau bekommen. Weil wir werden ja zum Vogt ernannt. Und da sollten wir ja zumindest ein bisschen was vorweisen können. Heidiho, Timmy! 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 Ganz gut. Kennen wir uns? Jetzt schon. Hä? Oh, Scheiße. Was willst du? Ich war's nicht. Ich wollte nicht. Ich. Scheiße. Ich sah, was du in Neuhof gemacht hast. Was redest du da? Du warst nicht dort. Ich meine, ich war nicht dort. Spar dir deine Mühe. Du warst mit dem hinkenden Heinz und Stinker dort. Ich weiß alles darüber. Was willst du von mir? Dein Spießgeselle Hinek erzählte mir, dass diese Hurensöhne ein Lager haben. Und ich will es finden. Muss es finden. Ja? Aber warum soll ich dir vertrauen? Bin nicht blöd. Du könntest einer von denen sein, aber so tun, als wär's nicht so. Um mich reinzulegen. Dir sag ich gar nichts. Timmy. Weshalb sollte ich dich reinlegen wollen? Herrgott nochmal. Sie haben Heinz in Uschitze gekreuzigt. Was zum Teufel soll das hier werden? Scheiße. Was mach ich bloß? Scheiße. Ich weiß nicht, wo ihr Lager ist. Ein Haufen Pferdescheiße. Hinek sagte, dass du dort warst und dass Pius dir einbläute, das Maul zu halten. Du musst etwas wissen. Nun, einmal war ich dort, ja. Nur war ich ziemlich voll und bin mir nicht sicher. Versuch dich zu erinnern. Es war in den Wäldern. Irgendwelchen Wäldern, weißt du? Mit Bäumen und so. Da waren verfallene Häuser dort und so. In den Wäldern. Da gab's eine Kirche dort. Aber eine, die irgendwie kaputt war. Wunderbar, besten Dank. Nun leuchtet mir alles ein. Weißt du, in welche Richtung es war? Genau nördlich von Thallenberg. Wenn du von der Burg aus Hügel aufwärts gehst, dann ist ein Weg bei so Scheunen, glaube ich. Führt zum Holzfällerlager. Wenn du bei den Holzfällern weitergehst, kommst du zu diesem verlassenen Haus da. Kannst es nicht verfehlen. Sieht wie ein Haus aus. Nur verlassen. Da gehst du nach links und dann weiter, bis du zu einer Lichtung kommst, mit einer Riesenbuche. Oder war es eine Eiche? Dann gehst du nochmal links. Da ist dieser enge Pfad und du gehst dem schön nach. Manchmal teilt er sich. Du hältst dich einfach links, bis du zu einer Wegkreuzung kommst, bei dem großen, flachen Felsen. Dann gehst du geradeaus weiter, immer zu. Nach einer Weile siehst du eine Brücke. Und genau da ist's dann. Tja, ist wohl besser als nichts. Aber du erzählst doch keinem was davon, oder? Hast es versprochen. Ach Mist. Hab vergessen, es dich versprechen zu lassen. Dafür, dass er eben noch gesagt hat, dass er zu besoffen war, um es zu wissen? Ach, schon krass. Keine Sorge. Aber versuch's in Zukunft mit ehrlicher Arbeit. Wie wäre das? Danke, werd's probieren. Zumindest für meine Schwester. Das Mädchen bei der Windmühle? Jawohl, Mirka. Hast du mit ihr gesprochen? Was sagt sie? Sie sagte mir, dass du dumm wie Brot bist und dich ständig in Unsinn mit reinziehen lässt. Echt? Ja, da hat sie wohl recht.